Ich danke Allah Azza wa Jal, dass er uns hier und heute versammelt hat, dass wir ihm gedenken, seine Religion lernen, uns gegenseitig lieben und die Liebe vermehren. Und ich danke ihm, dass er uns recht geleitet hat, dass wir uns treffen, um unsere Geschwister zu unterstützen. So sage ich, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والحمد لله حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. Und ich danke allen Geschwistern, die sich viel Mühe gegeben haben und seit Wochen dieses Treffen planen und dafür einiges getan haben. Möge Allah Azza wa Jal es ihnen mit einem Platz im Jannat al-Firdaus belohnen. Und ich danke auch allen Geschwistern, die sich einen Weg gemacht haben, die heute gekommen sind, um teilzunehmen. Und manche Geschwister aus Süddeutschland und aus Norddeutschland haben lange Reisen angetreten. Möge Allah Azza wa Jalla euch dafür belohnen, denn euer Dasein alleine bei einer guten Tat ist eine gute Tat. Bevor ich inshallah mit meinem eigentlichen Vortrag beginne, werde ich inshallah in kurzen Worten über ein wichtiges Thema sprechen, das uns alle betrifft und das sehr, sehr wichtig ist, meine lieben Geschwister. Ich werde inshallah in einigen Minuten über eine Anbetung sprechen, die Allah Azza wa Jalla liebt und ganz besonders liebt. Und diese Anbetung ist das Gebet. Und welches Gebet? Das Gebet, das Morgengebet, Salat al-Subh. Das Gebet, das vernachlässigt wurde. Das Gebet, das verschlafen wird. Das Gebet, welches Allah besonders liebt und besonders dafür belohnt. Das Gebet, das wir vernachlässigt haben und für die Vernachlässigung bestraft werden. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Man salla al-bardaini dakhala al-jannah. Derjenige, der die zwei kühlen Gebete verrichtet, wird ins Paradies eintreten. Und die zwei kühlen ist Salat al-Subh, das Morgengebet und das Asr-Gebet. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Athqalu as-salati 'ala al-munafiqin. Salat al-Subh wa Salat al-Isha. Das Gebet, das für die Heuchler am allerschwierigsten ist. Und damit ist gemeint, es zu verrichten in der Jama'a, in einer Moschee, für die Heuchler ist das Morgengebet und das Nachtgebet. Ein Heuchler, weil sein Herz frei ist und leer ist, keine Liebe zu Allah, kein Wunsch auf die Begegnung mit Allah Azza wa Jal, der verschläft das Morgengebet. Der kümmert sich nicht um das Morgengebet. Und das Morgengebet ist sehr, sehr wichtig. Deswegen sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das Gebet, das am allerschwierigsten ist für die Heuchler, ist das Morgengebet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Man salla al-fajr fi jama'a kana fi dhimmati Allah. Derjenige, der das Morgengebet in der Jama'a verrichtet, er ist im Schutz Allahs azza wa jall. Im Schutz Allahs bis zum Abend. Wann bist du im Schutz von Allah Azza wa Jal? Wenn du das Morgengebet verrichtest in der Jama'a. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einer anderen authentischen Überlieferung: Derjenige, der das Gebet verrichtet, das Nachtgebet in der Jama'a, dem wird aufgeschrieben, als hätte er die Hälfte der Nacht gebetet.
Und derjenige, der noch dazu das Morgengebet in der Jama'a verrichtet, als hätte er die komplette Nacht im Beten verbracht. Subhanallah, was für eine Tijara, Rabiha, was für ein Segen, was für eine Belohnung. Du betest zwei Gebete in der Jama'a, das Nachtgebet und das Morgengebet. Und Allah schreibt dir auf, dass du die gesamte Nacht gebetet hättest. Allahu Akbar. Was ist das nur für ein Verlierer, der nicht in der Jama'a betet? Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte in einer anderen Überlieferung, und wenn die Menschen wüssten, was in den zwei Raka'ats von Al-Fajr für eine Belohnung ist, für einen Segen steckt, so würden sie selbst kriechend zur Moschee kommen. Kriechend auf Vieren. Subhanallah. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte in einem anderen Hadith, derjenige, der Salatul Fajr betet in der Jama'a, daraufhin sitzen bleibt und Allah gedenkt, bis zum Sonnenaufgang und nach dem Schuruch, ungefähr 15-20 Minuten nach dem Schuruch, zwei Raka'at betet, freiwilliges Gebet, Salatul Duha, Allah schreibt ihm Belohnung auf, eine Belohnung von Hajj und Umrah. Und er wiederholte dies dreimal. Du bekommst die komplette Belohnung von einer Hajj und einer Umrah. Nur weil du das Morgengebet in der Jama'a gebetet hast und daraufhin sitzen geblieben bist und Allah gedacht hast und dann zwei Raka'at gebetet hast. Was sind das nur für Belohnungen, liebe Geschwister, die uns fehlen werden auf unserer langen Reise? Ein jüdischer General sagte, solange die Moscheen von den Muslimen zum Morgengebet nicht genauso gefüllt sind wie zum Jumu'ah-Gebet, brauchen wir uns vor ihnen nicht zu fürchten. Sie brauchen keine Furcht zu haben vor den Muslimen. Erst wenn die ihre Moscheen genauso gefüllt sind zum Morgengebet wie bis zum Nachtgebet, wie zum Jumu'ah-Gebet. Man sieht leider hier und auch in den islamischen Ländern die Moscheen sich beklagen über Leere und leere Reihen zum Morgengebet. Und dann kurz darauf, eine halbe Stunde später, siehst du die Straßen gefüllt, Stau, überall Menschen. Warum gehen diese Menschen eine halbe Stunde alle raus? Wegen Dunya. Dunya, die vergeht. Wegen des Geldes, wegen des Brotes. Subhanallah. Und sie haben vergessen, dass wenn sie eine halbe Stunde zuvor rausgegangen wären, zum richtigen Versorger, dass sie im Schutz Allahs wären. Dass sie die Belohnung von Allah Azza wa Jal und den Segen von Allah Azza wa Jal schmecken und sehen würden in Dunya und Akhira. Und was einen Wallahi sehr, sehr traurig lässt oder werden lässt, ist, dass man sieht, wenn man rausgeht zum Morgengebet, sieht man, wie hier auf den Straßen Menschen rausgehen, vom warmen Bett aufstehen, in der eisigen Kälte, im Schnee, in Schnee und Regen, gehen sie raus, um mit dem Hund Gassi zu gehen. Und die Muslime stehen nicht auf, um ihrem Herrn zu begegnen, vor ihrem Herrn zu stehen, ihn anzurufen, ihn anzuflehen, um Vergebung zu bitten. Subhanallah. Subhanallah, was ist das für ein Islam? Was sind wir für Menschen, dass andere Menschen für ihre Hunde mehr tun als wir? Obwohl wir fest daran glauben, dass es ein Jannah und ein Nar gibt. Paradies und Hölle.
Lieben die Kuffar ihre Hunde mehr als wir Allah lieben? Bist du dir darüber im Klaren? Kann das sein, dass ein Muslim Allah weniger liebt als ein Ungläubiger seinen Hund? Und er für seinen Hund mehr opfert? Obwohl in diesem Gebet so viel Baraka, so viel Segen, so viel Belohnung steckt. Wallahi, der Tag fängt so schön an mit dem Fajr-Gebet. Möge Allah uns alle dazu rechtleiten, dass wir inshallah versuchen, niemals ein Gebet, das Morgengebet, alleine zu verrichten zu Hause. Sondern dass wir jeden Tag das Morgengebet in einer Moschee verrichten. Wallahi, wir haben manchmal auch in Bonn vor der Moschee, vor der Tür gebetet, weil noch nicht mal die Moschee eröffnet wurde. Und wir haben sehr, sehr oft mit einem, nur mit dem Sheikh alleine gebetet, zu zweit und zu dritt und zu viert, subhanallah. Wallahi, wenn wir sagen würden, wir verteilen jeden Morgen 100 Euro, du würdest die Moscheen platzen sehen. Subhanallah, was haben wir nun für ein Verständnis vom Islam? Was ist das nun für eine Liebe, die wir vorspielen? Möge Allah Azza wa Jal unsere Herzen recht leiten. Und möge Allah Azza wa Jal unsere Frauen auch dazu bringen, ihre Männer zu wecken und ihre Männer zu tadeln, wenn sie zu Hause beten. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.